24. Steirische Weintraufe, wir sind beim gereiften Sauvignon angekommen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt ganz nahe bei unserer Schule sind, Weingut Ulrich. Der Sauvignon war eigentlich die Sorte, wo wir sehr früh angefangen haben. Also wir haben in den 90er Jahren eine erste Anlage Sauvignon gepachtet und seither hat sich die Sauvignon-Sorte bei uns von der Fläche her sehr stark entwickelt und das, was wir heute da haben, ist Sauvignon Hochstraten Premium. Der lagert ein Jahr im Barrique-Fass. Der hat ein Potenzial von mindestens 10 Jahren, sag ich mal. Er ist sehr vielseitig, also man kann eben als klassischen leichten Wein ausbauen, aber als kräftigeren Riedenwein. Und wir haben den Betrieb total neu aufgestellt, das heißt von den Kellerräumlichkeiten über Reifekeller, Barrique-Keller, über Verkostungsraum bis hin zu Seminarraum, weil wir dann tolle Weinverkostungen machen können, haben wir praktisch alles neu durchorganisiert. Bei unserem Betrieb ist nach wie vor der Welschriesling einer von den Hauptsorten. Hat bei uns fast noch einen höchsten Stellenwert auch neben Sauvignon.